Hallo, herzlich willkommen zu Technology News. In diesem Video zeige ich euch, wie man mit einer kostenlosen Open Source Software den eigenen Bildschirm aufnehmen kann. Damit lassen sich einfach Lernvideos erstellen oder zum Beispiel auch Referate digital halten. Für die heutige kurze Einführung werde ich das Tool OBS, Open Broadcaster Software, verwenden. Hier unter dieser Adresse kann man es runterladen. Das Schöne ist, das Tool gibt es für Windows, es gibt es für Mac und auch für Linux kostenlos verfügbar in verschiedenen Varianten. Die Windows-Version funktioniert lediglich ab Windows 8.1, aber das sollte in den meisten Fällen kein Problem sein. Was auch sehr hilfreich ist, ist eine Zeigesoftware. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Ich benutze hier die kostenpflichtige Pointer-Focus-Software. Na, man kann schon sehen, ich habe hier einen gelben Kreis, der meine Maus umleuchtet und umgibt. Und das ist ebenfalls sehr, sehr hilfreich, wenn man speziell irgendwas hervorheben oder aufgreifen möchte. Alternativ ist zum Beispiel auch bei Windows ein Bordmittel vorhanden, und zwar lässt sich einstellen, dass die Maus markiert wird, indem man zum Beispiel Steuerung drückt. Hier zu sehen, pulsiert der Mauszeiger. So, ich gehe jetzt davon aus, dass OBS schon installiert ist und starte einfach die Software. Jetzt kann man hier relativ eindeutig und einfach gehaltenes Fenster sehen. Je nach Modus ist das, ich habe hier den Studio-Modus aktiviert. Standardmäßig wird es so in den meisten Fällen aussehen. Der erste Blick sollte erst einmal hier auf diesen Audio-Mixer führen. Das Desktop-Audio, das sind die Sounds, die vom Computer ausgegeben werden. Die sollten standardmäßig ganz gut funktionieren. Knackpunkt für manche ist vielleicht hier der Mikrofonanschluss, der Mikrofon-AUX-Audio, und hier sollte es einen gewissen Ausschlag geben. Ohne diesen Ausschlag nimmt das Mikrofon nichts auf, und dann sollten wir mal in die Einstellungen hineingehen und zum Beispiel unter Eigenschaften hier sehen, was da los ist. Ja, das Mikrofon, das ich verwendet habe, das ist mein Hauptmikrofon. Manche Computer haben hier auch mehrere Mikrofone eingestellt. Im Zweifelsfall etwas damit rumexperimentieren, und ganz generell kann man wahrscheinlich auch sagen, Mikrofone, die extern angeschlossen werden, liefern meistens einen besseren Sound. Mikrofone in Webcams sind ganz okay mitunter, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich habe deswegen hier ein externes Mikrofon. Hier auf OK ausgewählt, und dann passt das auch schon. Weiteres interessantes Element hier ist das Videoaufnahmegerät. Auch hier wieder unter Eigenschaften. Wenn eine Webcam angeschlossen ist, kann ich diese hier verwenden. Aber wie ihr seht, ist das Bild schwarz. Woran liegt das? Naja, ich mache ja gerade schon ein Video. Das heißt, die Webcam ist von meiner Aufnahmesoftware in Beschlag genommen und kann deswegen nicht angesteuert werden. Deswegen hier auf OK. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr zu sehen seid, braucht ihr das sowieso nicht und könnt einfach eine Aufnahme mit nur Ton durchführen. Ja, ihr seht schon, hier im Hintergrund zeichne ich fleißig meine Maus auf. Jetzt gehen wir davon aus, vielleicht möchte ich ja ein Referat halten oder kurz ein Dokument vorstellen. Das heißt, ich kann ganz normal jedes Programm starten. Ich kann zum Beispiel hier meinen Avatar rüberziehen, wird dann geöffnet. Hier beispielsweise, ich kann ihn groß machen, klein machen. Das heißt, es funktioniert ganz wunderbar auch mit einer Präsentationssoftware. Egal, ob das jetzt PowerPoint, Impress, was auch immer ist, das funktioniert mit jedem Programm, und OBS nimmt hier im Hintergrund fleißig den Bildschirm auf. Wenn ihr euch jetzt hier so ein bisschen mit der Technik eingefunden habt, ist natürlich noch der letzte Schritt am allerwichtigsten. Für euch wird es dann in Zukunft der erste Schritt sein.
nämlich hier die Aufnahme zu starten. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze zu streamen. Das heißt, OBS ist eigentlich eher eine Software, die aus dem Gamer-Bereich kommt, für Twitch-Streams und dergleichen, zum Streamen von Games und so weiter. Aber wir wollen hier natürlich die Aufnahme starten. Das kann man mit einem einfachen Klick hier machen. Wir sehen, die Aufzeichnung läuft. Hier unten der Recording-Button. Na, 5 Sekunden laufen schon, die CPU-Last und die Framerate. Und jetzt kann man zum Beispiel kurz die Aufnahme pausieren. Dann wieder aufnehmen. Dann wir sehen hier wieder den roten Punkt, der die Aufnahme zeigt. Oder sobald wir fertig sind, kann man auch die Aufnahme beenden. Und schon ist das Ganze letztendlich erledigt. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wo unsere Aufnahmen sind. Dazu können wir zum Beispiel einfach hier oben auf Aufnahmen anzeigen anklicken. Und ich hole den anderen Ordner schnell rein. Wir sehen hier die aktuelle Aufnahme, ist nach Datum sortiert standardmäßig und in einer Größe, die wirklich sehr handhabbar ist. 3 Megabyte für knappe 10-20 Sekunden Sprechzeit, das ist eigentlich durchaus in Ordnung. Ja, so einfach geht's. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar oder einen Daumen hoch. Und ansonsten weiter viel Spaß beim Aufnehmen.